Sandra, schön, dass du da bist. Was in Zeiten von Corona möglich wird, fordern viele ja schon lange flexiblere Arbeitszeit- und Ortmodelle. Was gilt es zu tun, damit diese neue Freiheit auch gelingt? Also ich glaube, das Wichtigste ist jetzt, sich Zeit zu nehmen, innezuhalten und auszuwerten. Also bei all der Katastrophe, die ja Corona gebracht hat, ist eins ganz wertvoll. Wir haben ein Experiment einer Radikalität und Größe, das wir sonst nicht gehabt hätten. Also welche Organisation hätte sich freiwillig entschieden, Arbeitsstrukturen, Abläufe so umzustellen, wie sie es jetzt mussten. Das war von außen bedingt, aber natürlich hat man jetzt die Möglichkeit zu schauen, wie hat es sich bewährt, was hat sich bewährt, was hat das mit uns intern gemacht, was hat das mit Mitarbeiterinnen gemacht. Man selber weiß auch, wie kann man produktiv arbeiten. Also man hat eine gute Bewertungsgrundlage, wenn man sich die Zeit nimmt, zu überlegen, wie man neue Arbeitsmodelle gestalten möchte. Also, und man muss, glaube ich, jetzt so positive Effekte auch verankern. Also ich habe letztens eine Umfrage gesehen und da sagt jede zweite Führungskraft, sie ist mit dem Output aus dem Homeoffice total zufrieden. Und das muss man jetzt, glaube ich, wirklich mal so stehen lassen und sagen, okay, dann haben wir auch den Mut, außerhalb von Krisen Homeoffice umzusetzen. Es hat sich bewährt und es wird sich auch außerhalb der Krise bewähren. Also großes Experiment, nicht selbst gewählt, aber man sollte die Chance nutzen, das jetzt gescheit auszuwerten und Dinge abzuleiten. Und wenn wir so vor dem Tiny Office sitzend ins Homeoffice reinschauen, also das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein wichtiger Faktor, damit das irgendwie auch im Homeoffice funktioniert, dass die Menschen auch zufrieden sind. Was können Unternehmen noch besser machen, aber auch die Politik? Was die Vereinbarkeit von Beruf und Familie anbetrifft, so gibt es ja zwei Komponenten allein in der Formulierung. Man hat den Beruf und man hat die Familie. Und ich als Mutter oder als Vater kann sehr stark beeinflussen, was die Rahmenbedingungen in der Familie betrifft, inwieweit ich was tun kann, damit Vereinbarkeit auch zu Hause im Homeoffice gelingt. Aber ich kann das nicht alleine. Ich brauche halt auch die EntscheiderInnen aus der Arbeitswelt, die auch gucken, was können wir an Rahmenbedingungen schaffen, damit sowas möglich ist. Und ich würde mir wirklich auch wünschen, dass die Politik da stärker einen Appell auch formuliert. Also gerade in Corona hat sich das jetzt gezeigt, Vereinbarkeit war eine private Herausforderung. Die Eltern sollten das irgendwie hinbekommen. Und die Wirtschaft wurde da wenig in die Pflicht genommen und ich finde, das kann nicht sein. Also das führte tatsächlich auch bei Menschen zu Existenzängsten. Also ich habe das bei uns in der Kita erlebt, da stehen dann Leute, die bringen ihr Kind normalerweise um 7. Jetzt können sie es erst um 7.30 Uhr in die Notbetreuung bringen und das macht denen massive Probleme. Und ich finde, das kann nicht sein, dass ArbeitgeberInnen in solchen Situationen nicht sagen, komm, wir finden eine Lösung, dass du diese halbe Stunde überbrückst. Also da gibt es eine Mentalität zwischen Wirtschaft und Politik, die nicht davon geprägt ist, dass Familienfreundlichkeit eingefordert wird. Und das Thema Vereinbarkeit, ist das jetzt wirklich ein reines Elternthema oder ist Vereinbarkeit eigentlich auch noch mehr? Vereinbarkeit ist für mich überhaupt kein Elternthema, ganz im Gegenteil. Also es gibt so viele Dinge in einem Leben, die zu vereinbaren sind. Also das kann Gesunderhaltung sein, Pflege von Angehörigen, ein Ehrenamt, politisches Engagement, außergewöhnliches Hobby. All das braucht ja Zeit und Kraft. Ja? Und Vereinbarkeit bedeutet eigentlich, eine Erwerbstätigkeit zu haben, die dafür noch Zeit und Kraft lässt. Also es ist überhaupt kein Elternthema. Und ich glaube, wenn man es aus dieser Ecke rausholen würde, und zeigen würde, es profitieren eigentlich alle auf dem Arbeitsmarkt davon, wenn sich Vereinbarkeit verbessert, wenn wir mehr Flexibilität, mehr Freiheiten haben, dann würden sich auch mehr dafür einsetzen. Vielleicht brauchen wir einfach einen neuen Begriff dafür. Jetzt gucken wir mal in deine Glaskugel. Was passiert denn mit dem Thema Vereinbarkeit in den nächsten Wochen und Monaten? Siehst du das Ganze eher so positiv im Ausblick oder wo geht die Reise dahin? Also die Situation, die wir jetzt haben, ist ja, dass sich die Fülle an Ideen, wie man arbeiten kann, total erweitert hat. Und das kann jedem zugutekommen. Das kann die Vereinbarkeit von Beruf und Familie betreffen, aber auch eben die breite Vereinbarkeit, dass ich jetzt stärker oder mehr weiß, wie ich eigentlich gerne arbeiten möchte. Und jetzt gilt es, dass die Leute den Mut haben, das auch einzufordern. Und die Unternehmen auf der anderen Seite, die müssen eben auch den Mut haben, auf die Erlebnisse, die sie jetzt gemacht haben, zu vertrauen und zu sagen, ja, wir gehen miteinander ins Gespräch, wir gucken mal, ob wir nicht flexibler werden können. Also ich finde, also wenn wir jetzt nicht die Situation haben, wo eine Chance drin liegt, wann denn dann?